Es ist kalt, Alter. Jetzt hat er 3 Minuten braucht es zum Aufstehen, weil es noch nicht kalt hat, aber jetzt sind wir endlich fertig. Herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Deutschen Donnerstag. Ich bin in Baltimore bei Under Armour im Headquarter. Und ich darf mir da mal das Fitnessstudio anschauen, was sie da haben, und dann zeigen sie mir, wie sie mit den ganzen Athleten arbeiten, wo das dann alles stattfindet. Ich bin super aufgeregt, schauen wir das einmal an, wie das jetzt ausschaut. Aber jetzt als erstes, was ich einmal zuerst machen wollte, ist einfach nur trainieren gehen, und sie haben gesagt, ja, das Gym gehört dir, los geht's. Alright guys, so I just arrived here at the gym, and Joe here offered me a towel. Oh, and this towel is hot. I wish you guys could feel that. But it's, yeah, what did you say? Folded with love. Folded with love. Well, I'm ready to work out. I'll show you everything right now. Also ich habe jetzt den Joe gefragt, der da arbeitet, ob er ein Pre-Workout für mich hat, weil ich habe meins natürlich nicht mitgenommen. Und jetzt hat er mir ein C vorgegeben. Super geschmeidig. Sollen wir das da machen? Oh yeah. Ja, geil! Also du hast oben ein Level und dann haben sie unten ein Pit noch einbaut, was ich extrem cool finde, das ist The Pit. Und es schaut so aus. Soweit finde ich es ziemlich cool. Es ist halt komplett, ich würde sagen, klein, aber gemütliches Gym. Ich glaube, das ist jetzt einmal nur für die Mitarbeiter, die jetzt da arbeiten, also in diesem Komplex. Also da mehrere verschiedene Headquarters. So the Headquarter ist nicht nur ein großes Gebäude, es sind mehrere verschiedene Gebäude auf, ich glaube, wie viel, auf 6 oder 7 verschiedenen Areas aufgeteilt, was halt, du musst mit dem Auto hinfahren. Wir waren zuerst in einem anderen drin. Das ist jetzt, glaube ich, das ist das Mitarbeiter-Gym, wo halt die Mitarbeiter arbeiten. Mitarbeiter trainieren dürfen. Wow, English, bro, Jesus. Aber jetzt zurück zum Fitnessstudio. Ich finde es ziemlich cool. Vor allem, wir sind direkt am Wasser. Ist cool. Und es ist eiskalt, was einmal Abwechslung ist. Erinnert mich ein bisschen an Österreich. Okay, die Seite vom Gym hätte ich fast vergessen zum Herzeigen, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Es sind zwei, also du kannst dir vorstellen, dass wie eine Handel aufgebaut ist. Da auf der einen Seite ist ein Raum, dann so ein kleiner Gang und dann drüben ist nochmal ein großer Raum. Das ist der zweite Raum. Hey, it's amazing. The subtle games that you are playing. You don't even know I exist. You've got me on your hit list. And you're conspiring. Girl, you are sexual and violent.
Okay, ich weiß gar nicht, ob ich da drin irgendwas verwenden kann, weil die Musik so laut war. Aber ich bin jetzt fertig mit meinem kleinen Workout. Ich wollte einfach nur mal das Gym testen, wollte mir mal anschauen. Bin immer fasziniert mit Fitnessstudios in, oh mein Gott, Englisch und Deutsch, ich sag's euch. Ich bin immer fasziniert mit Fitnessstudios. Ich will einfach wissen, wie manche Leute das aufbauen, wie sie sich denken, okay, was macht da am besten Sinn, wie kann man es am besten nutzen. Das Gym persönlich finde ich super gemütlich, gemütlich. Ich weiß, es ist jetzt komisch für ein Fitnessstudio, das Wort gemütlich passt nicht wirklich, aber man fühlt sich wohl drinnen, sagen wir mal so. Es ist nicht ein Lab, wo du dir denkst, okay, da wird jetzt nur getestet und es ist so komplett scientific. Nein, also du fühlst dich noch immer wohl, du willst einfach nur Gas geben. Neben dem Infrarot, also neben diesem Recovery Center oder Recovery Area, haben sie dann auch noch ein Physiotherapist, like, Room. Du kannst dann auch einen, oh mein Gott, Englisch und Deutsch. Du kannst dann auch einen Physiotherapist buchen, der kann dir dann da helfen mit irgendwelchen Problemen, die du hast. Und ja, jetzt für mich, also wie gesagt, das Fitnessstudio ist nur für die Mitarbeiter. Für mich schaut es so aus, dass ich jetzt dann weitergehen das nächste Gebäude, weil das Gebäude ist wie gesagt nur für die Mitarbeiter. Und bei mir geht es dann weiter in ein anderes Gebäude. Dort schauen wir dann, vielleicht kriege ich noch eine Massage. Da ist nämlich ein Recovery Center in dem anderen Gebäude. Wenn sie das dann ausgeht, das wäre Weltklasse. Das will ich natürlich nicht filmen, aber ja, mal schauen, ob das was wird. Und ansonsten schauen wir mal, was der Brandon mir noch zeigen würde. Okay, jetzt zeige ich euch mal nur kurz, was ich vorher gemeint habe mit verschiedenen Gebäuden. Da ist eines. Da ist eines. Hinter dem ist eines. Da war ich gerade drin. Da ist noch eines. Und jetzt holt mir wer ab da vorne und dann fahren wir zu noch einem. Ich weiß, das hat überhaupt nichts mit anderen Armen zu tun, aber trotzdem schaut euch mal diese Häuser an. Das Haus hört da auf. Und dann das ist schon das nächste. Und dann eins, zwei, drei. Das sind nur. Jetzt schauen wir mal, wie viele Schritte. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Schritte. Das Haus ist sechs Schritte breit. 20. So, das heißt, es ist 6 Meter, 5 oder 6 Meter breit und 20 Meter lang. Das Einzige, wo ich so etwas Ähnliches gesehen habe, war in San Francisco, wo die Häuser so schmal sind, und einmal in New York. Ich bin jetzt gerade zum nächsten Gebäude hergekommen, das heißt Lighthouse. Aber schlechte Nachrichten für euch, ich habe sogar mein Handy da in diese Tasche geben müssen, da ist keine Photography erlaubt. Ich werde mal fragen, was ich dann teilen darf nachher, ich gehe jetzt da mal rein. Schauen wir das einmal an und dann frage ich halt einmal, was ich euch weiter erzählen darf und was nicht. Aber jetzt heißt es einmal Papa. Okay, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder im Hotelzimmer angelangt und ich habe nichts herzeigen dürfen. Ich habe aber natürlich gefragt, was ich euch erzählen darf. Und das ist folgendes. Ich darf sehr allgemein bleiben, das heißt, ich darf euch nichts Genaueres sagen. Aber da geht es halt darum, da drinnen wird das gesamte Performance-Material konstruiert und dann eben in diese ganzen Produkte verarbeitet. Dann haben sie mir 2020 Produkte gezeigt, also die 2020 erst rauskommen und natürlich die kann man nicht leaken. Super interessant, was da alles kommt und vor allem, wie sie nämlich das auch mit den Athleten mehr oder weniger testen. Also die verschwenden nichts, sondern der Athlet steht dann halt da drinnen, macht halt dann die Bewegungen, je nachdem, welche Sportart das es halt ist. Und dann schauen sie, wie das Material sich biegt und verhält, dass man jetzt sieht, ob sie das jetzt so wrinkled macht oder ob das jetzt komplett gedehnt ist oder mein Englisch ist, oh my god! Wie gesagt, bin da jetzt im Hotelzimmer Baltimore. Baltimore ist ziemlich cool. Die Aussicht da ist auch ziemlich leibend. Ich meine, die da drüben, es ist ein Office-Gebäude, da könnten wir jetzt da reinschauen, aber ja, es ist schon viel spät, ist ja keiner mehr da. Und ja, das ist das. Da drüben über den Ocean. Ist dann Under Armour, das war's. Jetzt gehe ich geschwind duschen und dann umziehen und dann war es für heute. Kann ich eigentlich geschwind das Zimmer zeigen, weil ich finde es ziemlich geil. Also, ich bin da gerade im Four Seasons, das habe ich mehr oder weniger so ein Living Room und da hat mein Arbeitstisch, Schlafzimmer, was cool ist, weil du hast jetzt überall Fenster. Dann geht's da weiter. Da mega geil. Da werde ich mich jetzt reinfetzen. Ja, geil! Und dann da hinten. Ja, Umkleidekabine. Ja, geil, Alter. Eines noch, das habe ich fast vergessen. Ich habe weitere, ich glaube,
zwei oder drei Videos heute noch dreht, wo Michael Phelps ein bisschen was geredet hat, dann Lindsay Vonn war noch dabei, wo sie einfach nur über Motivation und so weiter geredet haben. Das werden dann extra Videos werden, das sind aber nur auf meiner Website Body by Bartle für Members verfügbar. Das heißt, wenn ihr die sehen wollt, die werden in der nächsten Woche wahrscheinlich erst droppen und der Link ist in der Description. Body by Bartle Member werden und los geht's. Okay Leute, danke fürs Einschalten. Das war der deutsche Donnerstag für diese Woche. Ich freue mich auf nächste Woche. Da geht's dann wieder, dann bin ich wieder in Los Angeles. Das heißt, da gibt's dann ein Video von zu Hause. Und ja, bis dahin alles Liebe. Hey, it's amazing.